Hey meine Freunde und willkommen zur neuen kleinen Folge. Wir haben jetzt endlich hier ein bisschen was aufgebaut. Das hier muss ich irgendwie abreißen. Müssen mal gucken, ob man das irgendwie abreißen kann. Change. Aha, man kann das verändern und moving. Ich lasse jetzt mal hier eine Ecke. Aber eigentlich möchte ich das Ding abreißen. Müssen wir noch gucken, wie das geht. So, und wir haben hier einiges gebaut, wie ihr seht. Also, zu einem sind jetzt Laternen und die Betten. Und wir haben jetzt hier endlich ein Lager, wo wir den ganzen Triss hier mal loswerden können. Transfer. So, wir machen alles transfern. Zack. Jetzt hat das... Okay, passt. So, ein bisschen habe ich hier mitgenommen. Ein bisschen lassen wir auch da, damit wir wieder Platz haben. Aber wir brauchen diese Folge dringend was zu essen. Ich habe ein bisschen hier gebaut. Also erstmal habe ich hier aufgeräumt, das seht ihr jetzt noch nicht. Und ich habe hier was gebaut. Das hier sollte eigentlich eine Laterne sein, sieht aber nicht so aus. Gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. So, also erstmal wird Tag. Ich schlafe am Boden, obwohl dein Bett ist, gut. Sieht schon mal cool aus, oder? Mit den Laternen und so. Hat schon fast was... Könnte man sich schon fast wie zu Hause fühlen jetzt hier. So, und wir haben eins der größten. Das ist eine Laterne, aber ganz ehrlich, die brennt nicht. So, und ich habe hier aufgeräumt. Seht ihr das? Leute, ich habe ein bisschen hier Bauschutt weggeschafft. Und ein bisschen hier mit Holz und so weiter aufgeräumt. Alles mega cool. Jetzt können wir hier endlich unser Dorf bauen. Und das erste Gebäude, was wir bauen, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr, Stroh zu machen. Also werden wir uns Bambus suchen und so ein Twine Rack machen. Außerdem brauchen wir, ja, wie soll ich sagen? Essen. Hunting. Get more food yourself. Your community by hunting animals like hares, boars and deer. So, jetzt haben wir einen Bogen natürlich noch nicht. Aber, ja. Ich habe auch schon den ersten Perk freigeschaltet. Und jetzt gehen wir mal und suchen Bambus. Wir brauchen 5 Bambus. Und wir brauchen was zu essen. Den Speer sollten wir vielleicht auf die 5 ausrüsten. Sehe ich echt aus wie so ein japanischer kleiner Krieger aus dem Bauernvolk. Kommt her, ihr Monster! Ich stört euch alle! Was ist das da? Ist das ein Schrein? Das ist ein Schrein, das ist ein Tori. Das ist eins von diesen Toren. Spirituellen Toren. Das bedeutet, deine Nähe ist ein Schrein. Da ist noch eins. Da ist auf jeden Fall ein Schrein. Läuft. Voll schön. Nee, warte. Doch, das ist noch ein Tori. Wir können die auch selber bauen. Meine Regel, heißt das, da ist irgendwo ein Schrein in der... Ja, hier sind die, guck mal, hier sind die ganzen Laternen. Safe ist hier. Da ist ein Schrein, da ist der Jizo-Schrein discovered. Jizo. Kami-Schrein and Blessings. Spirituell ist ein Big Part of the Nature Valley. Also war schon wirklich wichtig, dass man dort... die Kamis, die Götter angebetet hat. Place your offering at the Shrine Altar and in exchange you will gain some way of the monk experience points. And for 5 minutes you can enjoy an increased sprint speed. Cool. Will ich haben. Junge, wir sind hier am heiligen Platz für meine Schwer weg. So, was haben wir denn hier? Das war unser Shizo-Schrein, cool. Yellow Wisdom required to make an offering. Hab ich gar nicht. Okay. Wir haben jetzt einen Schrein gefunden. Der ist jetzt wahrscheinlich auf der Map. Ja, hier. Da ist unser Dorf und hier wird der Schrein sein. Schrein hier. Ach so, das ist unser Dorf, da ist der Schrein. Okay. Wir sind ja ziemlich weit nach links gegangen. Wo finden wir denn hier verdammt nochmal Bambus? Hier ist ein Weg. Ein Weg ist schon mal gut. Außerdem brauche ich was zu essen. Ich kann mich nicht immer nur von Bären ernähren. Ich war kurz vor Verhungern, während ich das Dorf abgerissen habe. Zum Glück waren da so viele Bären, aber die sind jetzt alle leer. Ich sehe was.
Freunde. Das Vieh hole ich mir. Nein! Es hat mich gerochen. Vielleicht soll ich vorher waschen. Bevor wir jagen gehen. Warte mal einen Moment. So, da bin ich wieder, Freunde. So, da ist der Schrein. Wo ist jetzt der Hirsch hin? Jetzt habe ich den Hirsch verpasst. Einmal kurz weggeguckt, Freunde. Naja, gut, ist so, wie es ist. Wurde ganz kurz abgelenkt. Aber wir waren eh auf der Suche nach Bambus. Vielleicht ist ein Hirsch auch noch zu groß. Vielleicht sollten wir erstmal einen Fuchs oder sowas sammeln. Weiß nicht, irgendwas, was ich auch töten kann? Ich weiß nicht, ob ein Speer reicht. Aber wo finden wir Bambus? Laufen wir erstmal durch, oder? Helfen den Leuten. Oh. Die riechen mich, ich sag's euch. Die riechen mich. Was ist das? Mein Dorf. Okay, willkommen nach Hause, zu Hause. Ah, hat sich echt gelohnt. Bin ich nicht weit gekommen. Hm. Was mit dir? Welcome. Okay. Good day. Must be far away, welcome. Wo ist Shiba Yama? Das Lenz. Moment. So. For excuse of Lord, Freunde. People went hungry and sick. Ja, wir auch. Deswegen müssen wir jetzt jagen gehen. Stroh. Leute, und ich habe wie bescheuert hier Stroh gesammelt. Hier war doch Stroh. Hat bestimmt irgendjemand gehört, aber jetzt wird's mir. Burnt. Ich mag euch keine verbrannten Sachen in meinem Dorf. Und dann haben wir das auch schon mal. Wo sind wir hier? Wer bist du denn? Welcome. What do you do here? I'm a shrine priest. Ach, ist das sie? Hoping for a new life of peasant king. I have your duties. You need assistance. The shrine is empty. Nobody visits it anymore. With the family people. I can make an offering to the goddess. Perhaps the other will. Find an egg and cook it over the campfire. I think I saw crow nest right on the top of these rocks. When you take an egg, there will be less birds to damage the crops. Good. Okay. Kann ich die irgendwie aktivieren, die Quest? Spend some time we could. So, das ist getrackt, oder? Ich dachte, das habe ich jetzt getrackt. Sieht man das denn nicht auf der Map? Da ist der Schrein, den wir gefunden haben. Aber hier auf dem Felsen soll auf jeden Fall die Eier sein.
Von da, wo wir gekommen sind. Dann helfen wir mal den Leuten. Und suchen dabei was zu essen. Aber Eier sind gut, Eier esse ich. So, sind das da oben die Felsen? Da oben soll ein Nest sein. Das trifft sich gut. Dann können wir auch nochmal mit der guten Frau hier reden. Freunde, jetzt geht's los. So. So, gibt's hier noch was? Ein Bucket. Die ist fort. Hat uns ein paar Berries da gelassen. Okay. Ah, ne. Hoch wollen wir. Und uns die Eier. Gut, jetzt haben wir den getrackt, aber schade, dass wir keinen Halt auf der Map kriegen. Irgendwie so ein Hinweis oder sowas. Ey, hier, Toshi. Da ist hier die Nester. Guck mal da im Area. Boah, das war knapp. So, wo geht's denn hier weiter? Sind auch keine Nester. Vielleicht noch doch dahin. Cliff Place of the Power discovered. Cliff Place of the Power. Place of the Power, da können wir diese Sachen bauen, diese ganz speziellen. Find your inner place of the strength, preparing for a large battle. Oh. Preparing for a large battle or craving after the loss. Place the power of special religion you can reload. Central part. Interagmentation. Okay. Mal den weg. Krass. Ich will das mal ausprobieren. Ach, das können wir noch nicht. Ah, schade. Ach, cool. Hier können wir auf jeden Fall so ein Ding bauen. So, und wo sind jetzt die Rahmennester? Das sind die auf den Bäumen. Ich sehe Nester ja auf den Bäumen, ne? Soll ich mal... Oh, ich sticke. Soll ich mal am Baum schütteln? Mal gucken, was da runterkommt. Ich glaube, da kommt nichts runter. Ja gut, hier nicht. Aber wir haben Bären. Das ist schon mal... Damit können wir auch leben. Im Moment nehme ich alles, was mich am Leben hält. Verdammt, wo sollen denn die Rabennester sein? Nein, 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 nein. Okay. Verdammt! Ich war zu schnell. Ich bin geflogen wie ein kleiner Vogel. Nein, ausgerutscht. Ja! Freunde, das ist unser erster Tod. Ja, yeah, gut. Wir sind hier wieder. Ey, cool, wir haben alles behalten. Das ist cool. Hm, wo können die Eier denn sein? Sie sagte, eine Küste auf dem Weg dahin. Und leider habe ich auch nirgendwo... ...einen Marker. Was war das? Ein Vogel bestimmt. Ah, nichts, was ich schlachten kann.
Okay, wir probieren jetzt mal hier drüber zu gehen und gucken mal, was dabei rauskommt. Wenn da nichts rauskommt, wird es schwierig. Dann muss ich mal gucken. Dann muss ich vielleicht offline mal suchen, was sein könnte. Achso. Zumindest mit dem Hungertod entkommen. So, Freunde. Seht ihr hier Rabennester? Nee, ne? Sie sagt auf jeden Fall hier oben an den Felsklippen. Warte, das ist doch der Schrein, wo wir vorhin waren. Okay. Kommt man also auch zum Schrein. Und hier sind wir hergekommen. Ich sollte auch für die Klippen runter zu springen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es schadet meiner Gesundheit. So. Hallo Akku. How is your new home? And I was lying here. On the shore, so let's end. Thanks, let's rebuild that place together. Cool, kann ich ihr jetzt eine Aufgabe geben? Okay, Freunde. Wir haben noch nicht so viel geschafft, wie ich mir gewünscht hätte. Das muss ich ein anderen Mal machen dann. Stein ist die Level 5. Cool. Talk to the Metro Man. Ach, guck mal, hier ist ein Marker. Bin ich blind? Bei dem anderen war kein Marker, oder? Nee, da war kein Marker. Da ist einfach nur Finne Eier. Da müssen wir mal gucken, wo die sein könnten. Dann fangen wir mit dem hier an. Hi! What's your profession? I prefer sanctuary to keep spiritual pollution on the bay. Okay. Burials, animal carcasses. Okay. She said you might need help with the old hippie. Well, you are too late. He's throwing the last priest on the cubby. Oh nein. No use now. Just wait until he's ready. The god don't like when the man dies at home, so I'm sitting here listening to the sea. Okay. Carefully. When his house burned down, he offered to take him and your big family moved to the Albertini. Running out of food. Oh nein, sie hatten kein Essen mehr. Also hat er ihnen Reis gebracht. So he went into the forest to gather some mushrooms. Er wollte aber selber Pilze sammeln. Hat sich aber die falsche Sorte Pilze geholt. Oh Mann, ey. So it's really nothing we can do. No, but Martha would probably say otherwise. Wo ist sie denn? Sie sagt, die kann ihn vielleicht heilen. Die wäre die Heilerin hier. Okay, dann finden wir die mal. Ja, ein Marker. Ich liebe es, wenn wir Quests haben mit Marker. Hat viel mehr Charme. Dieses Dorf sieht doch echt traumhaft aus. Okay, wir verhungern gleich. Also nehme ich mir ein paar Bären mit. So. Guck mal, das hier ist ein ganzer Garten für die Bären. Ich glaube, hier werde ich auch wieder einen Garten bauen. Und noch ein paar Bären anpflanzen. Gut, wieder der Hungertod entkommen.
Aber ich kann mich nicht immer nur von Bären ernähren. Wir müssen auf jeden Fall nächste Folge richtig auf die Jagd gehen. Wir gucken mal, was wir brauchen, damit wir einen Bogen und so machen können. Nehmen noch ein paar mit für schlechte Zeiten. Huch. Was eigentlich? Ich habe jetzt eine im Dorf, die hat ja gar kein Essen und so. Ist mir nur mal so aufgefallen. So. Vielleicht müssen die noch so ein bisschen daran arbeiten, dass die Leute auch im Bett schlafen. Do you live here? Must be another Trinity soul from the shipwreck. Yes! Was willst du denn? The village looks dead. I think I heard somebody. A man is dying. What exactly happened? Er hat die falschen Pilze gegessen. Der ist eine Medizin, die ihm helfen kann. Aber es könnte schwer werden. Natürlich. Choose a gun in between medicine. I'm not a healer. Okay. Eine ganz winzige Chance, dass er überlebt. Okay. Wanna to wish to take away his pain? But crystallize his bites of pain. Komm, wir wollen ihm helfen. Wir brauchen Flowers. Chrysanthemum Flowers. Das ist gut, weil diese Chrysanthemum Flowers sind auch die, die wir brauchen, um die am Schrein zu opfern. Das sind genau die. Wo finde ich die denn? The crow quite plentiful behind Miko Shimose's house. Not in winter, of course. Behind Shikume's house. Ist Shikume? Ist Martha? Wer ist Shikume? Bist du Shikume? Du bist Kuchiro. Oh je. Könntest du Shikume sein? Sind das sie? Sayori? Wer ist Shikume? Aber der ist auch nicht Shikume, ne? Matsumara. Leute, wir... Bleibt keine andere Wahl. Wir werden so ein bisschen erkunden gehen und gucken, wo Shikume ist und wo wir die Pflanzen finden und wo wir den Bambus finden und vor allem, wo wir Tiere finden, die wir schlachten können. Denn es geht hier um unser Überleben. Hier finden wir Whiteberry Bush, okay. Diese normale Bushes. Aber noch keine Pflanze. Die werden wir aber finden und wenn es das Letzte ist, was wir machen. Außerdem müssen wir noch die ganze Welt hier erkunden. Die gefällt mir richtig gut. Also gerne liken, einschalten, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und abonnieren. Ciao.